Jugend hackt ist ein Förderprogramm für technikbegeisterte Jugendliche, das vor 2 Jahren von der Open Knowledge Foundation Deutschland und mediale Pfade ins Leben gerufen wurde. Und wir freuen uns sehr, dass wir in diesem Jahr zusammen mit Hack your City, einem Programm des Wissenschaftsjahrs Zukunftstadt 2015, Jugend hackt Ost veranstalten können. Mit Jugend hackt wollen wir junge programmierbegeisterte Talente, junge Coder, junge Entwickler erreichen, deren Talent häufig in der Gesellschaft nicht so viel Anerkennung findet. Ich bin hier, weil ich beim Coda-Dojo mal von Jugend hackt gehört habe und dann ein bisschen recherchiert habe und mich beworben habe. Ich finde es sehr schön an Technik, dass man halt damit viele Dinge machen kann und Probleme lösen kann, die man ohne Technik nicht lösen könnte. Und dass es auch sehr viel Spaß macht, das alles zu verstehen. An Jugend hackt gefällt mir am besten, dass ich mit meinen Freundinnen zusammen die Welt verändern kann und mit ihnen zusammen ein schönes Wochenende erleben kann. Unser Projekt ist halt, dass wir WLAN-Hotspots in Bäume bauen, damit Leute sich erstens mehr um Bäume kümmern und zweitens halt auch einen Ansporn haben, dass sie halt sich mehr für den Umweltschutz engagieren können. Und deshalb in der Zukunftsstadt ein freies und offenes WLAN sehr wichtig sein wird. Für mich ist Hacken nicht unbedingt das, was jetzt jeder Durchschnittsbürger von Hacken denkt. Ich glaube eher, das ist ein Erweitern von vorgesehenen Funktionen zum Eigennutzen. Wir haben momentan eine Art Lagersystem in Planung, was so ähnlich wie eBay Kleinanzeigen arbeiten soll. Und das Ganze soll ein Tauschhandel zwischen verschiedenen Menschen, der organisiert ist und auch fair gestaltet ist, ermöglichen. Hauptsächlich haben wir in Planung erstmal eine Datenbank, also zur Speicherung von den bestimmten Daten, mit einer Website, wo man das Ganze eintragen kann. Und wir haben für das Lager momentan ein System mit QR-Codes oder Barcodes, so ähnlich, damit man die ganzen Daten registrieren kann. Hauptsächlich an dem Wochenende habe ich gelernt, wie man in einem Team arbeitet, ein bisschen, wie man besser programmiert. Und letztendlich, was für mich das Wichtigste war, dass man mehr Leute kennengelernt hat und einfach die Atmosphäre von Jugend hackt, welche wirklich prima ist, miterlebt hat. Ich denke, es ist ganz wichtig, dieses Projekt hier in der Region zu platzieren. Jugend hackt Ost bietet einfach mal eine Struktur, die es vorher nicht gab. Und die Angebote müssen da sein für Jugendliche, dass sie nicht immer nach Berlin fahren müssen, um Jugend hackt zu erleben, sondern ich denke, die regionalen Veranstaltungen sind sehr wichtig. Mich beeindruckt am meisten die Begeisterungsfähigkeit der Jugendlichen hier. Wie schnell die ein Thema aufnehmen, weiterentwickeln und sofort drin aufgehen. In den letzten 1,5 Tagen haben wir ziemlich viel gebaut und gebastelt, weil wir alles halt an einem Modell aufbauen wollten. Aber am Ende ist dann ein echt cooles Modell rausgekommen. Dabei geht es darum, dass man versucht, freies WLAN mit dem Umweltschutz zu kombinieren. Das geht, indem man die Treefight-Bäume gießt und dadurch als Gegenleistung freies WLAN bekommt. Im Prinzip ist es eigentlich ein Fahrrad, auf dem man fährt. Und wenn man fährt, treibt es einmal ein Dynamo und eine Pumpe an. Die Pumpe pumpt Wasser zum Baum und am Baum kommt dann halt das Signal an, ja, jetzt gibt's Wasser. Und der Strom betreibt dann den WLAN-Router. Letztendlich konnte sich Treefight durchsetzen. Ich würde gern nochmal die Mentoren bitten, aufzustehen und nochmal einen Riesenapplaus und Dankeschön an euch. Man sollte zu Jugend hackt kommen, weil es Spaß macht, man da neue Leute kennenlernt und es einfach ein schönes Gefühl ist, die Welt verbessert zu haben.